Herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3 mit dem Glutman. In dem Fall nicht ganz richtig. Ich bin jetzt bei dem Spielstand mit mir und Milo und ich will versuchen. Ich will versuchen, meine Seelen hier wieder zu holen als erstes. Und das klappt natürlich am besten, wenn ich keine Glut nehme, dass ich nicht invasiert werden kann. Versteht ihr? Und das will ich jetzt mit euch gemeinsam machen. Ich weiß auch einen kürzeren Weg, wie ich da zu der Leiter komme. Da muss man nämlich einfach nur diese übelst lange Treppe nach unten, wo zwar die großen Viecher sind, aber da kann man sich ja irgendwie durchschmuggeln. Denke ich mal. So. Denn das sind 200.000 Seelen, die auf dem Spiel stehen. Und ich kann einfach nicht bis heute Abend. Ah, hier war ja auch noch einer. Mich kotzt das an, dass ich zu viel kann ich denn nicht. Zaubern tue ich ja hier erstmal sowieso nicht, ne? Da könnte ich doch. Fluch. Fluchbissring. Oder hatten wir da noch was Stärkeres? Giftblute. Und Fluches. Das hier wäre gegen alles. Aber da bin ich ja. Ach, hier bin ich auch schon über. Oh Gott. Ja, nee, hier bin ich aber auch. Der wiegt 0,6, der ja auch. Ach so, man muss ja unter 70 bleiben. Ach, ich bin schon wieder verwirrt. So. Dann kann ich jetzt zwar nicht zaubern, oder doch, ich kann mittlerweile. Ich brauchte den gar nicht mehr. Bin ich denn schon Intelligenz jetzt? Ach, ich bin 48 schon. Ich habe das gar nicht mitgeschnallt. Weil genau 48 braucht man für den Kristallseelenspeer. Okay. Bin trotzdem schnell. Na gut. So, und will an der Stelle auch noch mal ganz lieb Dosenwichtel grüßen. Und ihn an der Stelle auch noch einen schönen Tag wünschen. Na, seht ihr, jetzt halten wir auch viel mehr aus mit dem Blöden. Jetzt ist die Leiste viel länger. Seht ihr das? Von der Fluchdings. Wir machen hier richtig langsam. Ne, ich will hier. Hier kommt ja jetzt ein großer. Den müssen wir ja nun mal machen. Können ihn auch eine von hinten reingehen. Und noch eine. Da hält er nicht mal ganz so viel aus. Oh, 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 oh. Alter Schwede. Das war natürlich. Nee, ich hätte vielleicht nicht rollen sollen. Ich glaube, wenn ich gleich auf den einen drösche, dann ist der auch hin. Naja. Ich wüsste sonst nicht, wie ich an den vorbeikomme. Wisst ihr, wie ich meine? Aber zumindest ist schon mal hier dieser, dass wir da mehr aushalten. So, der kommt gleich wieder hoch. Kommt doch, kommt doch.
Zu zweit, klar, haben wir die Ritter jetzt immer platt gemacht, aber die sollten auch alleine schaffbar sein. So, Seelen wieder her. Ich könnte ihn natürlich, weil der hat ja gar nicht. Sitter, der geht. Jetzt macht er das gleich mit dem Schwert. Zwar mit dem Schwert übelst hier immer überall gegengestoßen. Das war jetzt nicht so gut. Aber ich glaube, man muss den auch gar nicht. Wir können den hier um die Ecke noch machen. Man könnte ja gleich hier runter, ne? Nehmen wir einfach noch einen Trank. Da heilt sich, okay. So. Ich glaube auch, dass man die hier gar nicht alle. Naja, aber wenn die einen verfolgen, das ist schon. Alter! Ach, jetzt fang du auch noch an. Klar, jetzt habt ihr alle die Macke, oder was? Alter, nee, das geht ein Jahr. Warte mal, hier muss man auch anders durchkommen. Das ist ja nervig. Den Ritter, den kann man eigentlich auch umgehen, indem man einfach hier so... Wisst ihr? Die Dinger verfolgen einen zwar. So, und jetzt müssen wir. Einfach nur schnell genug sein, einen trinken. Das ist doch hier hinten. Hier hinten, ne? Nein, noch weiter. Wo ist denn das? Das war doch hier. Ach, da hinten. Ich glaube, da hinten war das. Hä? Ich bin hier doch ganz falsch. Naja, wenn wir schon mal hier sind, ne? Boah, da ist ja ein richtig großer. Oh, hier ist Abgrund. Aber sage mal, wo ging das denn? Bin mir sicher, dass das hier irgendwo war, wo man zu der Leiter kommt. Was ist hier auf dem Dach? Ah, da sind auch noch zwei. Hier war das auch nicht, ne? War dann das mit der Leiter? Boah, was ist da? So ein Riesenvieh. Irgendwo muss das doch gewesen sein. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das da unten war.
Boah, ich bin hier. Alter, was ist das? Alter, 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 Alter. Drache! Ich glaube, ich sitze. Der kommt hier, weil er alles wegbrennt. Da hat es uns weggeledert. Ich weiß nicht mehr, wie ich da hinkommen soll. Und die Seelen sind jetzt auch weg, ne? Hätte ich doch den offiziellen Weg gehen sollen. Also ich dachte, das geht da runter. Ich würde es aber gern trotzdem noch mal versuchen. Mein Gott, jetzt sind die anderen Seelen weg, die 200.000. Ist jetzt aber nicht so schlimm. Ich glaube, wenn man hier schnell genug ist, hier so, der kommt ja da erst hoch und gleich hier runter, dann, ja, die nerven zwar ein bisschen, ist richtig, so, dann gleich hier runter. Vielleicht auch erstmal hier rüber. So, hier kann man doch auch einfach durchrennen, oder? Wir halten doch jetzt genug aus. Dann hier kurz trinken, hier und hier. Oh ja. So. Hier hoch. Na, so hätte ich gerade machen sollen, ne? Jetzt weiß ich natürlich nicht. So, dann sind wir hier. Ich will aber da noch mal gucken gehen. Wir konnten uns ja hier auch nicht richtig umschauen. So, sind hier rein. Hä? Ach, das ist ein... ach, das ist gar kein echter Spieler. Also den muss man machen. Alter Schwede. Okay, das ist jetzt unsere Aufgabe. Den will ich tot haben. Das geht ja gar nicht.
Man kann also überall, ich dachte jetzt, da würde ich am liebsten mit Glutman weiterspielen. Ja, doch noch was fallen lassen. Jauchekügelei. Ja. Auf Deutsch, scheiße. Machen wir hier aber keine großen Faxen. So, jetzt muss ich mal nehmen wegen dem Sprung gleich unten. Gleich hier hinrennt. Der macht ja gleich sein Flammdings. So. Rennen, rennen, rennen. Ran, ran, ran. Und den einmal kurz eine Kurve. Und schönen guten Morgen, Harvey. So, hier runter. Dann brauchen wir den Ritter nämlich auch nicht machen. Dann können wir gleich gerade rüber zur Treppe hier. So, dann hier. Hier nehmen wir nochmal einen Schluck. So, dann hier kommen wir hoffentlich hinter die. Ja gut, das war jetzt blöd. Ich hätte eine Rolle machen sollen und da um die Ecke geht es ja schon rein. Na, das ist jetzt noch nicht Glutman, aber wir könnten eigentlich jetzt wechseln, weil... Nee, ich will noch nicht. Ich will den einen, wo ich dachte, das wäre gestern ein Spieler gewesen. Ist es nicht, weil ich habe keine Glut jetzt genommen. Die Seelen sind mir jetzt erstmal egal. Der mit dem Riesenhammer, den er so Frosty-mäßig Ich habe auch mal den Giftbissring. Ich brauche nämlich den Intelligenzring gar nicht mehr, weil ich inzwischen schon 48 Intelligenz habe für den Kristallspeer. Gut, da habe ich jetzt die ganze Zeit 53 gehabt. Edelstein. So, das, ich bin hier schon mal durchgekommen vorhin. Das hat ganz gut geklappt. Der macht ja sein Dings. Dann geht man hier. So. Dann geht man um den rum. Braucht man alle nicht töten. Die schicken ein, zwar jetzt die ganze Zeit dieses, ne? Aber wenn man da nicht lange... Oh, jetzt habe ich mich vertan. Hier war's. Hier raus. Hier rüber. So, einmal kurz heilen nochmal. Ah, seht, da hat die geklappt. So, dann renne ich hier einfach durch. Durch den, nicht Giftbissring, durch den Fluchdingsring. Hier durch. So, und wenn man hier runterspringt, hat man erstmal Ruhe. Ne, man kann natürlich gleich hier runter. Dann hier runter. Da kommt der angesegelt. Aber man kann hier gleich hoch. So. Normalerweise, ja, ich bin vorhin einen ganz anderen Weg gegangen. Da, hat auf einmal ein übelster Drache Feuer gespeit. Obwohl ich den Drachen nicht gesehen habe. So, und hier spawnt hier da. Also das ist kein... Der will natürlich mir voll den Hammer geben. Ja. Der
kann einen schnell töten damit. Der ist echt gut programmiert. Seht ihr das? Ah. Ah ja, nee, den sollte ich vielleicht. Aber der Weg ist schon mal gut. So, den könnte ich mit Milo laufen und dann könnte ich den mit Milo zusammen machen. Zwei Meter? Zwei Meter. Okay, Harvey, du leitest mich jetzt mal. Da oben bei dem oder... also den Fluchbissring meine ich jetzt, ne? Deswegen ist die Leiste jetzt länger. Dass man verflucht werden kann. So. Ausdauer. Jetzt losrennen. Bonanza. Hier runter. Jetzt kommt der rausgeschissen. Ist nicht so schlimm. Runter. Hier runter, gerade rüber. Ja, ich mache gleich Pause. Damit mich die Dinger nicht mehr verfolgen. Hier kurz Estus. Hier kurz warten. Hier kurz durch. Da ist scheißegal, ob die hinterherkommen. Der ist da runtergesprungen. Ja. Wenn du die große Treppe runterkommst, unten in dem Sumpf und dann gleich rechts im Gebäude. Runterkommst, unten den Sumpf und dann gleich rechts im Gebäude. Also quasi schräg gegenüber von da, wo das Phantom ist. Gegenüber das Phantom ist ja da oben und der Sumpf ist ja da. Da rechts. Ach, da drüben. Da, wo jetzt mein Kopf hin zeigt. Da. In dem Gebäude da. Unten. Na gut, wir versuchen es. Hi Jungs, wollt nur mal mitnehmen hier. Danke. Hat er gerade geredet?
Das ist die Abkürzung, ne? Nee. Auch wieder nicht. Von hier aus kommt man dann auch nicht weiter. Da müsste man... Ah. Ich bin mal so frei, ne? Ich sammle hier schon mal ein bisschen ein. Wollen die was von mir? Geht doch mal weg. Der will was. Komm, ihr habt mich zuerst angegriffen. Aber wir haben doch oben noch mit dem einen geredet. Ich verstehe nicht, warum die einen angreifen. Ich wollte doch hier nur mal gucken. Ich wusste ja nicht, dass ich gleich dein Revier betrete. Ja. Gerade machen. Seele eines Soldaten. Boah, ist das für einer. Na, der sieht nicht gesund aus. Uiuiuiuiui. Der ist ja... Warum ist denn der so groß? Was macht der? Ah. Der schickt sein... Ach. Ach, so einer ist das. Okay. Oh, naja, gut, das reicht eigentlich, ne? Seelen brauche ich ja hier nicht. Ich wollte ja eigentlich nur... Wir müssen ja dann sowieso von dem anderen Feuer... Von dem hier... Müssen wir dann wieder los. Aber jetzt habe ich wenigstens einen Weg gefunden, wie man schnell da hochkommt zu dem... ohne alle zu bekämpfen, weil das ist ja voll lästig, weil wir müssen uns ja beeilen wegen Invasieren, weißt du? Weil man ja in der Gegend so viel invasiert wird und wir ja deswegen gestern eigentlich nicht so weit gekommen sind da. So, ja, von hier. Ich dachte jetzt, das wäre das Gitter gewesen. Ah, das werden wir schon finden, das ist keine Sorge. So, na gut, dann machen wir hier mal die Platze raus. Hier ist doch eigentlich Glutman sein Auftritt. Genau, Glutman. Wir können auch jetzt erstmal das Drachental machen. Entschuldigung fürs Hoch, ihr Nase. Aber das kriege ich manchmal schon gar nicht mehr mit, wenn ich das mache. So. Eigentlich wollte ich ja nur die 200.000 Seelen da holen, aber naja.
Ich dachte mir nämlich, wenn ich die Treppe bis da ganz unten renne und dann mich links halte. Ja, wäre ich auch, aber irgendwie kam ich da nicht hin zu der Leiter da. Und ehe ich mich versehen habe, bin ich einmal um den ganzen See da gerannt. Und dann hat mich der Drache getötet, weil ich über so eine Brücke rüber bin und der hat dann da Feuer gespeit. So, also wir könnten jetzt die Bibliothek machen. Wäre natürlich auch, ich meine, im Drachental, ja, Havel. Aber da gibt es auch viele schöne Items, ne? Oh, ich hatte sogar noch einen. Ja, muss man immer wieder mal. Hatte ich vielleicht auch noch eine Scherbe? Eine gibt es ja noch, aber ich glaube, die finde ich erst noch. Ah, tis good, what neat. Nee, da hatte ich keine. Konnte ich denn hier noch was machen? Ach, keine Seelen, okay. Pretty, be careful. Bevor du auf die Brücke gehst, gibt's auch noch eine Abkürzung, die von hinten wieder zu dem Leuchtfeuer führt. Ah. Naja. Na, ich bin da nur rumgerannt. Ich wollte da keinen groß mich anlegen. Aber ich glaube, der Drache, der da Feuer gespeit hat, ich glaube, das ist der Drache, den wir dann später bekämpfen müssen. Wo wir dann auch in so ein tiefes Loch runterspringen, ne? So. Ja, hier könnten wir entweder. Bin gerade am Überlegen, auf was ich jetzt mehr Lust habe. Auf. Na komm. Umso stärker sind wir dann fürs Drachental, würde ich sagen. Wird ja auch lustig hier, ne? So, einen Schlüssel hatten wir schon aufgehoben. Der Fahrstuhl ist eh noch nicht da. So, jetzt heißt das mal gleich zu der Tante darüber flitzen. Genau. Ach, Mist, Ausdauer zu wenig gewesen. Naja, was soll's. Fangen wir mal hier nochmal an. Die kleinen Scheißer hier. Ja, ich weiß, du willst deinen Kumpel holen. Die Titanitbrocken muss ich ja schon. Ach nee, das war ja der andere. Die finden da im zweiten DLC, da gibt es ja echt fast von jedem Gegner. Die Titanitbrocken. Ist ja schon Wahnsinn, ne?
Ja, der zaubert jetzt natürlich. Logisch. Das hat man ja. Ah ja. Wir müssen ja sowieso hier lang. Kann man das auch mal schön in Ruhe alleine? Ritters. So, dann kam da einer. Der Nietbrocken. So. Wolltest du mich gerade hauen? Mit deinem Kerzenständer oder was haben die eigentlich? Messer? Der hat ein bisschen mehr ausgehalten. Na, unser schönen Kopf. Ritter Schrumpelbacke. Hey, Herr Ritter. Sie werden doch nicht. Sie werden doch nicht. Alter, der ist wieder so. So irgendwie. Scheiße. Ja, sicher. Du wirst mich jetzt hier nicht töten. Boah, ist das hier eng. Komm mal hier rein. Eigentlich hasse ich diese. Wie oft der das machen kann, ne? Kraft gekostet. Auf jeden Fall. Und dann gibt er bloß eine große Scherbe. Hier war ja nichts, glaube ich. Als erstes will ich die Echse da hinten haben. Oder die hier. Die ist jetzt weg hier, ne? Ne, da ist er.
Ach Mist. Ja, dann nehme ich eigentlich immer das kleine Feuerschwert. Das macht sich da mit für die Echsen eigentlich am besten. Das dürfte aber jetzt auch kein Spieler sein. Das dürfte auch nur ein... Ah, da kommt er. Das ist keiner. Nee. Das ist doch gar nicht, ey. Der macht mit Fäuste, aber der macht nicht viel Schaden. Gibt's doch gar nicht, dass ich den hier gar nicht treffe. Sieht er das? Wo hat er denn das gelernt? Soll man den denn töten? So vielleicht. Der rollt alles aus. Der ist doch scheiße, ey. Ist doch scheiße. Hier rollt er auch weg. Naja, ist ein totaler Roller. Ich rolle mal heute hin und her. Juhu. Ja, und ich bin. Ach, jetzt benutzt er mal ein Schwert. Echt jetzt? Kann ich gar nicht irgendwie glauben, dass das ein NPC ist. Jetzt hör doch mal auf hier. Blöder Freak. Das ist ein echter, aber ich habe doch gar keine Glut. Ich hab doch gar keine Glut genommen. Ich verstehe das nicht. Das ist ein echter. Ja, ein NPC würde niemals so, so rollen. Also, das ist ja furchtbar, ey. Wisst ihr was, Alter? Kommen denn die Blauen nicht? Ach, ich weiß. Sollen die sich doch drum kümmern? Ja, jetzt geh eiern, Alter. Scheißen. So, jetzt bin ich dich los, du Eiermaler.
Aber ich dachte, wenn man keine Glut nimmt, nicht menschlich ist, dass man dann nicht invasiert werden kann. Dann machen wir das ganz anders. Dann stellen wir uns halt so lange. Offline. Jetzt bin ich doch offline, ne? Oder muss ich das Spiel... Ne, hat er oben gespeichert. Ach ne, das ist, wenn ich das Spiel starte. Glaube ich. Starteinstellungen. Ja, da müssen wir hier nochmal schnell raus. Weil sowas geht mir. Ich dachte jetzt, man muss Glut genommen haben, also menschlich sein, damit man invasiert werden kann. Du musst einmal zurück ins Hauptmenü, bevor der Offline-Modus aktiv wird. Ja. Weil ich will hier in Ruhe spielen mit Glutman und nicht... Jetzt kann ich aber einfach fortfahren drücken, ne? Ja, da oben stand jetzt Offline. Weil den habe ich ja gar keinen Schaden. Er hat sich ja laufend mit seinen scheiß Rollen da aus die Verantwortung gezogen, Schaden zu bekommen. Sowas nervt ja nur. Harvey, kann das sein? Wäre das vielleicht besser gewesen, wenn auf dem Schwert ein scharfer Stein ist, anstatt, weil das hier, hörst du? Wenn das aufkommt, das liegt doch bestimmt an den schweren Steinen, oder? Hier das. Dieses. Bam. Also wäre vielleicht besser gewesen, wenn ich da einen scharfen Stein rauflege. Aber ich glaube, ich hatte da noch keinen. Oh, zumindest hat die schon mal... bisschen Schaden gekriegt. Gehen ja hier alle auf den Keks hier. Irgendwie scheint die hier zu rumzuspacken, wa? Warte mal. Was macht die denn? Ist ja komisch.
Hattest du das auch so bei der Cam? Dass die so. Wieder so stockt. Ja. Zum Beispiel habe ich nur so gemacht und die ist. Was ist denn das? Moment. Immer noch. Ach, das habe ich jetzt hier. Ist doch okay. Woran das jetzt schon wieder liegt, ich weiß es nicht. Naja. Scharf skaliert mit Geschick und ach so, das war das. Ja. Gealtert skaliert mit Geschick und Stärke. Wartet mal, ich habe höchstens noch einen Einfall. Ah. Ja, ich hätte einfach nur mal den USB-Stecker raus und wieder rein. Jetzt ist es gut, ne? Jetzt geht's. Ja, jetzt geht's, glaube ich. So. So. Bleib einfach ganz still sitzen, dann merkt das keiner. So ist es natürlich und noch besser. Ja. Nee, still sitzen kann ich ja manchmal nicht. Ich muss ja manchmal. So, und da. Die NPCs, die kann man ja trotzdem rufen, ne? Die beim Boss und so stehen. Auch im Offline-Modus. Ist jetzt nicht hier die. Oder hatte ich die? Ne, die hatte ich nicht. Ja, die NPCs sind vom Offline-Modus unabhängig. Ach Gott sei Dank. Naja, wieso spiele ich denn hier überhaupt mit denen im Online-Modus? So, und tu mir den Scheiß an mit die blöden Invasionen hier. Darfst du keinen erzählen.
Also ist jetzt der Stein, den ich drauf habe, der schwere besser oder wäre da vielleicht besser der veralterte? Ich meine, gut, der haut ja richtig rein, ne? Auch wenn ich manchmal so das Gefühl habe, dass er hängen bleibt. So, hier hatten wir übrigens eine Leiter. Wo führte die einen nochmal hin? Ach, da runter, ja. Da liegt auch noch was. Ich frage mich nur, wie man zu der Echse kommt. Hatten wir die beim Milo auch geholt? Naja, erstmal alles töten. Hier bräuchte man ja eigentlich nur... Geh weg! Miststück! Hier hoch. Da ist sie doch dann gleich, ne? Ja. Und jetzt kommt sie ja noch mal... dass ich hier noch drei Dinger brauche. Oh, und wir haben unsere Seelen nicht aufgehoben. Aber gucken, ob ich noch Geld, Seelen habe hier zum... Ach ja, habe ich ja. Sollte ja reichen. So, erstmal kann ich es noch verstärken. Ja, kann ich. Rocken. Und eine Scholle. Ich kann es aufs Höchste setzen jetzt. Und das Feuerschwert kann ich auch gleich noch. Weiß nicht, ich mag das irgendwie. Da fehlt bloß eine Scholle. Dann würde es auch über 400 machen mit Feuer. Und dann hatte ich ja noch hier mit ihm, ach, das Ding. Ah, da fehlen jetzt wieder Brocken. Naja, gut, ist nicht so schlimm. So, durchwirken. Das wäre ein scharfer Stein. Stimmt, der skaliert auf Intelligenz. Das war ein gealterter. Da geht auch der Schaden runter. Das weiß ich nicht irgendwie. Der Kruderstein bleibt auf A, ne? Ach so, das skaliert dann nur auf Stärke mit A. Hier würde es auf B und hier würde es dann, ja, dann ist doch eigentlich, ach nee, das skaliert dann gar nicht mehr. Nee, das ist ja scheiße, also habe ich schon den besten drinne eigentlich. Ja, und das würde natürlich auf Intelligenz. Ja, da bleibe ich auf den. Aber hier könnte man vielleicht den K. Nee.
Wird das dann besser oder jetzt ist ja normales Feuer drin. Kannst du mir das noch mal erklären? Also jetzt ist es ja skaliert auf gar nichts. Siehst du? Jetzt skaliert es auf gar nichts. Und wenn ich jetzt hier den Chaos den hier. Ist ja auch Feuer, ne? Ja. Chaotischer Edelstein heißt der. Wie komme ich denn immer auf Chaos? Dann skaliert er aber wenigstens auf Stärke, Geschicklichkeit und sogar auf Zauber mit A. Und ja gut, das habe ich ja nicht. Zauber und Dings habe ich ja nicht, aber der skaliert dann wenigstens. Da kommt auf die 191 quasi noch das dazu, ne? Oder wie? Also wäre das jetzt besser, wenn ich quasi den Stein hier rauflege, anstatt den normalen Feuerstein? Weil normal macht es ja jetzt nur 2 mal 191. Siehst du? Nichts mit Plus zusätzlich. Und hier kommt ja noch zusätzlich was dazu. Weißt du, ich meine? Ja, Stärke bin ich ja, also skaliert ist ja dann mit Stärke. Mach ich mal. Siehst du, jetzt haben wir, ach so, das ist jetzt vorne dann wieder ein bisschen weggenommen, aber das ist nicht so schlimm. Einmal aufwerten kann ich es ja noch. Aber ich glaube, das ist besser. Ja auch hier nur reinstes Stärke-Ding, ne? Da werden wir beim nächsten Mal mal das große Schwert. Das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Das nehme ich ja meistens nur, wenn hier diese, na, mit den Mahnen hier, ne, die einen befallen können, das Feuerschwert. Oder gegen diese Schnecken oder dieses Zeug, was von der Decke fällt. Oder eben manchmal für Kristall-Echsen. Dafür ist das super. Hälfte schon mal Schaden weg. Aber wir hätten jetzt auch die Leiter nehmen können, ne? Fällt mir gerade ein. Na, ist egal.
Warte mal, war hier nicht... Genau. Innere Kraft. Ah, die Haare. Ja, wir hätten jetzt auch hier die Leiter hier hochgehen können. Vielleicht reicht's ja. Alter. Willst du mich verarschen? Lästig mit dem. Ja, wie erwartet, ne? Ja, trink mal. Trink mal schön. Dann wollte ich ja eigentlich hier runter. Wollte das nehmen. Und dann kann man hier runter. Oder auch nicht. Und sterben. Okay, da hätte ich mit Anlauf. Aber der Zauberer müsste jetzt nicht mehr kommen, weil ich den ja getötet habe. Richtig? Ja. Wo waren eigentlich die Leiter? Ich das nochmal wüsste. Die war hier unten, ne? Da. Ach, da liegen meine Seelen. Ich habe jetzt keinen Wachskopf, ich weiß. Hier kommt auch wieder, ich weiß. Dieser eine da oben, ne? Muss doch. Man könnte. Genau. Ich glaube, hier waren wir auch gar nicht. Milo.
komisch. Ach, hier war. Ja, ja. Da geht's ja dahin. Oh je, hier ist ja auch noch was, ein leidender Kamerad. Ah, das war hier. Okay. Und hier ist so ein blöder Ritter, ne? Ja, ja. Stimmt, hier ging's raus. Halt. So, kann man hier runterspringen? Komme ich da zu der Inexe? Tatsächlich. Titanitschuppen. Ja, du gingst mir sowieso auf den Sack. Und dann muss doch irgendwo noch ein Hebel gewesen sein. Schönen guten Morgen, Hitman. Na, wie geht's? Wie steht's? Ich hoffe, dir geht's gut. Stehen ja hier alle noch. Nö, 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 nö. Lass mich in Ruhe.
Hand selbst? Ja, geht so, ne? Muss ja. Wie man so schön sagt. So, ja gut, dann wären wir da wieder runtergekommen. Mal sehen, wie ich mich hier anstelle. Der Kamerad. Aua! Alter, dein Ernst? Da sollte ich vielleicht das Feuerschwert nehmen. Der lässt mir ja gar keine Chance zum Zuhauen. Hab den Aldrich gestern noch besiegt. Allerdings tue ich mir bei der Drachentöterrüstung schwer. Mit den Blitzen da, ne? Können wir dann machen. Ach, ist das ein... Auf der Brücke, meinst du? Der Große da mit seinen... Blitzzeug da. Jetzt muss ich ja hier wieder. Ah, ich muss den Weg gehen hier. Habe ich ja schon. Muss ich wahrscheinlich noch mal. Nicht, dass der in den Rücken fällt. So, Gustav Fridolin. Jetzt noch mal den Tanz. Keine Reichweite. Keine Reichweite.
Der war echt Nummer für sich, ey. So scheiße schnell, ey. Ach, die Zinders-Mod, wo alles so ein bisschen durcheinander gebracht wird. Ach, da hocken die zwei. Ja. Ist ja gut. Ja, dann müssen wir den jetzt doch noch mal machen. Kannst du mal ein bisschen Alter. So ein Arsch. Na, den muss ich mit einem großen Schwert wieder machen. Ja, aber ich bekomme die nicht zum Laufen. Gibt es da kein bei YouTube kein Tutorial-Video, wie man das macht? Kann ich eigentlich beide reinmachen oder bin ich dann zu schwer? Ja, dann bin ich zu schwer. Na, ich kann auch kein Englisch, also ganz, ganz wenig nur. Das ist bei mir little. Kein Deutsches? Das machen doch schon so viele Deutsche. Ich habe ich doch schon gesehen. Da gibt es ja noch mehr Mods. Nicht unverschämt, kleiner Lümmel. So, mein Freund. Ja, sicher. Schnelligkeit ist seine Devise.
So kann man es natürlich auch machen. Sicher, sicher. Ah, ich bin, glaube ich, heute noch nicht so richtig wach. Ausprobieren würde ich das vielleicht sogar auch mal mit den Mods. Die eine, die ich da gesehen habe, die hieß, glaube ich, anders. Kommand, irgendwas mit Kommand. Oder weiß ich nicht, jedenfalls nicht die Zinder. Die Zinder ist ja die erste gewesen. Aber da spielen doch so viele Deutsche schon mit diesen Mods, ne, wo alles durcheinander gebracht wird oder wo komplett neue Gegner mit drin sind und andere Bosse und ja. Und sogar Bossgegner ganz normale Gegner sind, ne? Also wer es richtig hart braucht, ne, der. Ich glaube aber, dafür bin ich noch nicht bereit, mir sowas anzutun. Da muss ich erstmal hier in dem Spiel, also hier in dem normalen Verlauf, da sterbe ich ja schon genug hier im normalen, ne? Wie sollte das dann erst aussehen, wenn ich dann, wenn hier normale Gegner, also Bossgegner rumrennen? Und ich habe das gesehen. War nicht schön. Dann habe ich den gefragt, den einen, der das gespielt hat, warum er sich das antut. Und dann sagt er ja, um erstmal herauszufinden, was da alles so gibt. Da gibt es natürlich auch komplett neue Items. Das kommt ja auch noch dazu. Und schönen guten Morgen, Sauknochen. Hab die Mod runtergeladen. Aber dafür bin ich bereit, eine liebliche Grüßung hier einzuleiten. Gütetag zusammen. Ja, wie gesagt, und herzlich willkommen, Gisi. Hallöchen, Hallöchen. In den Videos haben die in den Ordner, die man unten runterlädt, für die Mod mehr Dateien wie ich. Ui. Naja, vielleicht kennt Harvey sich ja da ein bisschen besser mit aus. Weißt du? Der Ritter geht mir sowas auf den Sack hier. Ritter, komm her jetzt. Jetzt noch mal. Muss doch gehen. Der schafft es aber immer, mich hier komplett aus der Bahn zu hauen. Reicht's hier mit deinem Scheiß? Ja, und den reicht's auch. Ich bin heute noch nicht. Ich weiß nicht. Der war da sonst nie ein Problem. Außerdem habe ich ihn einmal, habe ich ihn ja schon getötet. Aber das lässt mir jetzt schon wieder keine Ruhe, ne? Dass die Olle. Dass der mich hier so nervt. Und warte mal, ich könnte, glaube ich.
Nee, könnte ich nicht. Der Pisser einen schon wieder trifft, ne? Ich habe den aber auch schon mit meinem schnellen Feuerschwert versucht. Das hat so wenig Schaden gemacht. Ja, das ist echt ultra langsam. Das sollte den eigentlich aus der Bahn werfen, ne? Den Kumpel. So. Das sollte den aber aus der Bahn werfen. Du kleine Bitch, du. Ja, komm ruhig her. Kluder, du. Ich hau dir eine. Kannst du aber glauben, du. Ja, jetzt hat er Respekt. Jetzt habe ich einen Respekt einge. Du kriegst noch mal eine. Und er tötet mich wieder. Ja, Freddy mag's groß. Mann, der ist so angepisst, dass er noch auf meine auflösende Leiche draufschlägt, wie Sau. Das hätte ihn umgehauen, glaube ich. Warte mal. Sau. Ah, das geht auch gut. Das muss den doch einfach weghauen. Ich muss noch mal hier ein bisschen Mana mitnehmen. Ja, umso größer, umso besser, finde ich immer. Havels Keule. Die habe ich noch nicht. Aber das nervt, ne? Wenn ein... Hast du alle drei... Achso, da meinst du ihm jetzt? Nee, war ein Scherz. Das ist auch nicht so das Wahre hier. Ich guck gleich mal. Ich guck noch mal, was das jetzt hier so... Brauch ja immerhin auch zwei Hiebe, ne? Zwei Hiebe. Trotzdem den Kopf mal an. Also wenn das den hier aus der Bahn haut, hier das mit Magie zusammen, dann weiß ich auch nicht. Na komm mal. Nee, das Schwert ist tatsächlich nicht das Richtige.
Wir kommen in meinem Leben verpeilt bis zum Gehen nicht mehr. Ich werde mir das vielleicht auch mal irgendwann antun, wie gesagt. Und wie gesagt, das Schwert ist es doch nicht. Vielleicht soll ich den mit Wind wegschubsen. Wollen wir das mal probieren? Mal sehen, wie er darauf reagiert. Ich wollte das schon immer mal bei anderen Gegnern ausprobieren. Aber ich glaube, das funktioniert nicht, ne? Ja, wir probieren es gleich mal hier oben aus, bei dem ersten. Bei dem ganz stinknormalen. Oh. Ja, das macht ja übelst. Ja, lächerlich. Oh, das Schwert geht ja gar nicht. Ah ja, wir haben aber hier auch noch was anderes. Aber das ist wahrscheinlich für den Ritter, ist das ein Zahnstocher. Was haben wir dann noch hier so Schönes? Gottloses. Schwarzer Ritter ist aber auch noch nicht aufgewertet. Ja, ich probiere es einfach nochmal mit meinem. Das muss einfach funktionieren. Ach, ich hatte ja hier auch, ne? Da müsste doch auch wegfliegen, aber jetzt habe ich keine Magie mehr dafür. Guck mal, der ist ja fast tot, ne? Mit einem Hieb. Ausmähen den Ordner Zinders. Den Ordner gibt es schon. Du musst beide Ordner zusammenführen lassen. Naja, bei DC gibt es ja auch sowas ähnliches, ne? Wenn die Mods nicht da drin sind, wo sie sein sollen, dann funktioniert es nicht. Ich bin's wieder. Warte mal, könnte man den? Oder merkt er das? Da ist er pissig. Stinkig ist er. Yay! Also ranschleichen und gleich drauf dröschen wie eine Sau. Dann klappt's auch mit dem Nachbarn. So, hier war ja gar nichts, ne? Der Tod, ja, hatte ich ja einmal. Den Tod. Ach ja, jetzt kam ja die Stelle. Aber hier kam zumindest schon mal eine Abkürzung.
übrigens mein Peter, der schläft seit ein paar Tagen schläft er nur noch hier am Tage in bei seinem Kratzbaum in seiner Höhle da. Ewig hat er die nicht genutzt. Da ist ja sogar noch seine Babydecke drinne, die er als Baby genutzt hat. Ach so, das war ja, stimmt. Na gut, dann haben wir wenigstens da schon eine bessere. Ja, zum Seelenfarm, das stimmt, Gisi. Die Datei dann sind rein kopieren. Kleine Runde ohne Ritter, ohne bringt 63.000. Ja, ich habe ja jetzt auch schon, ne? 134. Paar Mal gestorben, gab es immer wieder bis zum Ritter 5.000 noch was. Hier ist jetzt Kacke, ne? Ich glaube, hier ist Kacke. Wir gehen nochmal zurück, unseren Kopf eintauchen. Das war ja, glaube ich, nicht so weit. Irgendwo hier. Irgendwo hier war doch ein Becken, ne? Da unten. Ach nee, das ist das Anfangsbecken. Da war der perverse Ritter da drüben. Weil wie oft ich an der Stelle schon gestorben bin. Allein durch die Hände da mit dem Verfluchen, ne? Das ist nämlich das Problem hier oben. Die Hände. Die Typen hier gar nicht mal so. Wenn dann die Hände nichts tun, kann man hier auch gemütlich sein Ding machen, ne? War hier nicht noch was hier oben? Der da. Er hat einen da gerade geschossen. Ach, da oben war noch einer. Das hört sich alles so kompliziert an. Ja, das dachte ich früher auch bei DZ, ne? Mit DZ-Mod und so. Irgendwann habe ich da durchgeblickt. Ich habe ja früher auch, kennt einer das noch von euch, Spiele runtergeladen. Ah, die ist weg. Und dann mit gekrackter Hexe gespielt. Also so was, dass man sie nicht bezahlen brauchte. Aber zumindest antesten konnte und so. Ah, das ist schon über 10 Jahre her, glaube ich. Ja, alles schon gemacht. Bevor du die Mod installierst, musst du auf jeden Fall ein neues Spiel starten, weil das danach nicht mehr geht und das Spiel auf Offline stellen, sonst läuft die Gefahr, gebannt zu werden. Ach, verboten ist es auch noch. Ich dachte, das wäre... Ich habe mich schon gefragt, ob die Modder, die das ja gemacht haben, ob die da vielleicht mit Erlaubnis haben, dass man die... Aber ich glaube... Ich glaube, sonst könnte man die ja bei
Ja, den kennen wir ja schon von dir. Cool, wie der sein Flügel hier, ne, als Schild benutzt. Oh, nicht so weit, Junge. Nicht so weit. Ach ja, da müssen wir ja auch noch mal runter. Ich glaube nicht, dass das illegal ist, aber es könnte automatisch als Hack eingestuft werden. Ja, weil sonst würden die das ja nicht streamen, ne? Wenn das jetzt illegal wäre. Das sieht ja dann Dings hier. Der Entwickler. Ja, wir machen erstmal den. Ja, piek mal am Felsen rein. Schön. Verdammter. Ja, ich wollte doch nur mal hier gucken. Ja, den konnte ich noch blocken. Immer diese Riesenviecher hier. Ist ja nicht mal schön. So, da oben gibt es zwei Hexen, Hexen, ja. Hexenalarm! Nein! Okay, die ist gestorben. Die andere ist weg, ne? Er jetzt her? Ah, Nase juckt. Okay. Ulides. Muss jetzt Vorliebe fürs Feuerschwert nehmen. So war das aber nicht geplant. Das hier ist mein Dach, Alter. Nicht dein Dach. Verstehst du? So, dann könnten wir einmal da lang. Oder noch mal einmal darunter. Oh, was ist denn? Entweder kriege ich heute noch eine auf die Nase oder ich krieg Geld. Ja, ich denke mal eher auf die Nase, ne? So, da unten sind ja, ja, vielleicht soll ich die auch mit dem, diese, ihr wisst schon da, ne? Diese. Na, obwohl, wenn ich da mit meinem. Das macht auf jeden Fall einen guten. Nee, den da, den großen. Na dann ohne Anvisierung. Oh nein, die haben mich schon mal getötet. Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Wie auf die Nase oder Geld. Na, man sagt doch, wenn einen die Nase juckt ohne Ende und die nie aufhören will, kriegt man entweder heute noch Geld oder
oder auf die Nase. Also, bumm. Aber ich denke mal, trifft beides nicht zu. Ja, oder Peter, der haut mir mit seiner Tatze eine auf die Nase. Ich werde es sehen. Der Tag ist ja noch nicht vorbei. Halt, wir haben doch eine andere Abkürzung. Ja, der haut ja eh ab. Mach doch. Kenne ich nicht. Nee, kennst du nicht? Also wenn du die Nase, also haben wir früher mal gesagt, wenn du die Nase juckt. Und das hat sogar manchmal zugetroffen. Also. Ja, mach doch. Mir doch egal. Könnte ja. Ich habe aber jetzt keine Lust, die ganzen Gargoyles nochmal zu machen. Ja gut, den da unten brauche ich nicht. Den da. Das wäre dann nur der eine, der steht mir am Weg. Ach nee, brauche ich ja auch nicht. Ich muss ja hier runter. Ach, ob das ein gutes Ende nimmt. Warum sind denn das auf einmal so viele? Ah, wartet mal, ich habe eine bessere Idee. Ey! Habe ich da vielleicht noch andere Brandbomben? Ah, hier die schwarzen, ne? Oh, hast du gesehen, wie die... Ey! Braucht euch gar nicht so verstecken da. Ich hasse euch auch. Ich will Feuer unterm Arsch machen. Aber auch nie anders. Wartet mal. Ich hab doch. Ach, den habe ich sogar ausgerüstet. Ja, guck mal. Weil das sind nämlich schon ganz schön viele Seelen. Will ich jetzt nicht unbedingt. Wie hässlich der ist. Der weiß genau, wo er hinrennen muss. Ne? Genau wie der. Jetzt könnte ich ja wenigstens noch einen mitnehmen, ne? Den da. Na, einfach hier ein Dach verschwinden. Was soll denn das jetzt hier? Alter Schwede.
auch noch einer? Da drinne. Du Lümmel. So, jetzt habe ich meine Seelen und der ist ja... Na, da kann ich nicht durchschlagen. Dann gab es ja hier unten, aber da war doch der Ritter noch. Oh, der hässliche. Ach nee. Ich könnte aber hier muss ich lang, ne? Das ist ja wieder der. Das ist wieder der. Mist. Gut, ne? Bitte lächeln. Um nichts zu riskieren. Gesicht fetzt am meisten. Der stellt sich immer wieder in Position. Los, komm! Ah, noch ein. Ich halte das aus. Oi. Schwert des Lodrigritters. Ja. Sogar ein bisschen was gegeben. Jetzt muss ich aber doch da noch mal lang. Hier braucht man gar nicht die Leiter runterklettern. Was für eine Verschwendung. Da kann man doch einfach runterspringen. Und jetzt waren wir da unten. Jetzt müssen wir ja eigentlich noch nach da unten, ne? Okay, der ist Arsch de la Vista. Ah, die zweite. Okay. Nein! Nein, 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 nein. Oh, mal die wenigstens auch schon. So, mussten wir nicht hier erst noch hin? Ja.
vom Sinne drin. Ich habe hier ein Ritterproblem. Macht da hier draußen nicht so ein Krach. Ist ja furchtbar. Geh nach Hause. So, hier kommen noch kleine, ne? Kleine. Ja. Ach, hier ging es ja schon hier raus. Oh, yeah, yeah, yeah. Hat da einer 6,66 Euro gerade gespendet? Oder ist das eine Fehlinformation? Anonymous? Naja, ich weiß jetzt nicht, warum das nicht gekommen ist und warum das da oben nicht dann, keine Ahnung. Aber vielen, vielen Dank. Oder es kam was, ich hab's bloß nicht mitgekriegt. Dann müsst ihr mir das sagen. Ob irgendwie der Alert was angezeigt hat. Loot. Aber kommt da nicht normalerweise ein Ton? Oh, ich hasse das, wenn irgendwas nicht geht. Ah, da juckt meine. Ah ja, siehst du. Gab also doch ein bisschen Geld. Da hat die Nase zurecht gejuckt. Also nochmals vielen, vielen Dank für die Unterstützung von Anonymous. Da oben war ja bloß der. Aber wir müssen doch den anderen Weg gehen. Ich könnte aber auch erstmal hier rausgehen. Na, Schnupfen habe ich eigentlich nicht. Das ist eher so ein, weiß nicht, das ist so ein komisches Krabbeln. Und auch nicht in der Nase, sondern das ist dann so, ne, außerhalb. Ganz komisch. Hast du das noch nie gehabt, Gysi? Jetzt überlege ich, mache ich die nicht? Da oben ist aber gut, ich kann die hier einzeln mit Pfeil und Bogen, ne? Dann sollten sie ja kein Problem sein. Aber wie gesagt, ich muss dann noch den anderen Weg da übers Dach, wo die Echse, ne, da oben, andere Seite lang. Oder ich gehe da gleich jetzt nochmal lang. Machen wir auch. Wir gehen da gleich jetzt lang. Dann haben wir das nämlich auch. Dazu muss ich doch bloß, Moment, ja, da nicht raus, da ist ja der. Wartet mal, hier war, nee, da hinten war die Leiter, ne? War da nicht noch eine Leiter, die ich runtergekickt habe? Das ist das Geldjucken. Bei den dreien hier geht durchlaufen und dann links und ja, ja, der Fahrstuhl, ne? Aber wenn ich ehrlich bin, ich will ja nicht durchlaufen. Ich will ja einmal wenigstens alle getötet haben. Ja, ich kann die auch mit Pfeil und Bogen, dann kommen die auch einzeln.
Ja, klar, dass sie mir hinterherkommen. Jetzt bin ich gespannt, ob es geklappt hat. Hier ist eine Leiter, ne? Da komme ich ja wieder hier runter. Die Arme tun mir ja nichts. Ja, das sind jetzt hier diese Bescheuerten. Dann laufen wir einfach hier wieder hoch. Und dann sind wir hier schon wieder auf dem Dach. So, können wir hier wieder runter. So, der eine Gargoyle, der ist ja jetzt da unten. Der kommt sicherlich nicht mehr hier oben hin. Also der da. Es sei, er macht eine gute Flatter. Ansonsten gehen wir jetzt. Aber hier kommen, glaube ich, auch noch mal Gargoyles, ne? Möchte ich sagen. Das ist ja hier die. Ach, das ist hier, wo wir. Okay. So, hier runter. Das Item. So, hier kommt, glaube ich, irgendwo auch einer. Ja, da ist er schon. Ja, zwei ist natürlich. Ist natürlich. Ja, klar, super. Da renne ich jetzt durch. Definitiv renne ich da jetzt durch. Ich wusste nicht, dass man bei dem da oben, ne, der Spendendings da, dass man das selber dann immer da aktualisieren muss. Ich dachte, das geht automatisch. Aber naja. Macht jetzt natürlich jeder mal weg hier. Ey, das ist aber wohl. Geht zum Teufel, Alter. Das sind ja jetzt so viele Seelen, also die muss ich auf jeden Fall nicht verschenken. Ich habe heute schon einmal 200.000 verschenkt mit dem Charakter von, wo ich mit Milo spiele. Man kann ja trotzdem an fast alle vorbeilaufen. Ne? Der fliegt ja sowieso erstmal. Oder geht man so? Glaube nicht, dass der einen die ganze Zeit hinterherkommt. Wenn, dann bis hier höchstens. Da sind unsere Seelen. Macht man jetzt auch einfach mal eine Schlüpferrolle. Naja, kann auch schief gehen. Das stimmt. Aber ich will nicht gegen zwei kämpfen. Das ist voll scheiße. Aber hier war ich doch schon. War ich nicht? Ich war doch hier auch schon. Klar, da drüben die Leiter. Ach, da hätte ich auch hochklettern können. Dann waren wir ja doch schon hier auf der Seite. Ist hier einer jetzt oder zwei? Einer wäre okay. Nein, zwei. Zwei natürlich. Was für abgefuckte Scheiße. Ja. Sicher. Jetzt tötet mich noch. Ja,
Ja, ihr Bastarde. Beruhigt euch doch mal. So, da komme ich ja bloß wieder dahin. Hier war das. Ach so, dann sind wir hier. Ach, okay, ich hätte gleich hier bleiben können. Das war gehoppt wie gesprungen. So, na gut, dann werden wir mal den ersten anlocken. So, kommen Sie mal. Okay, der Zauberer hat auch beschlossen, gleich mal vorbeizukommen. Der mit der Axt kommt jetzt auch, okay. Na gut, dann renne ich doch erstmal durch. Wir können ja dann später noch mal weiterreden, Jungs. Ja, das war die Seele wert. Das war die Seele wert. Auf Garantie. Du meinst hier jetzt erstmal den Fahrstuhl. Vielleicht kommt ja einer hinterher gesprungen. Hast du auch schon gemacht? Kommen ja oben auf dem Dach da die da draußen stehen sie alle. Okay, kommt hier in meinem Archiv rein. Nicht alle auf einmal. Jetzt habe ich mich hier eingekesselt. Aus der Nummer komme ich doch niemals mehr raus. Moin, moin. Moin, moin. Mal sehen, wo sie sind, wenn ich jetzt wieder hochkomme. Ah, die hängen da alle. Jetzt gehen sie alle. Der backt. Zwei könnten zum Problem werden. Oder auch nicht. Ich komme wieder, keine Frage. Ah, die sind da wieder. Kommt hier durchs Gitter. Hoho. Durch die Fahrschulgitter.
er das gesehen. So habe ich die zwar auch noch nie erledigt. Also ich habe die immer da unten. So, ja, da geht's ja zu ihm hoch. Zu den Prinzenbrüdern. Boah. Da möchte ich gar nicht erst dran denken. Die sind ja so schön. Bibliothek. So. Engel. Aber ich will erstmal noch eins weiter, ne? Ja. Ich glaube da drüben. Ne, da. Da gibt es noch was Schönes. Die letzte Esso-Scherbe. Lust auf die Engel? Nicht wirklich. Ich weiß, ich muss da sowieso noch mal hoch. Wegen der Wurm. Auch da. Riskant, ne? Oder? Nö. Eigentlich nicht. Nein! Boah, ich dachte, weil er jetzt gerade nochmal zuhaut. Das war's. Gibt's echt sonst nichts hier oben? Ja, das ist die andere Seite. Stimmt. Dann kommt man hier wieder in der Bibliothek raus. Aha. Boah, ich höre sie doch schon stampfen hier oben. Aber Moment, dann kann ich ja den anderen Weg gehen. Spielt ja keine Rolle. Nein! Nicht schlecht, Herr Specht. Muss ich aber den alten Weg gehen, um da wieder hinzukommen. Also nicht die Abkürzung, die da, sondern ich muss den Weg nehmen. Wieder, ne?
direkt in Steam. Steam auf Englisch. Ach ja, da war ja dann alles Englisch. Da habe ich mich auch noch gefragt, wo ich das gesehen habe, warum die das nicht auf Deutsch stellen. Aber dann geht es wahrscheinlich nicht, ne? So, einmal hier durch. Hallo Kumpel. Arrivederci. Ah, haben sie dahin gepackt, damit ich keine Hutteleien mit dem. Sehr nett, ne? So, wir können aber auch hier. Ja, da kannst du pieken, wie du willst. Ich gehe jetzt hier rein. Oh. Dritter Bogen mir. Den brauche ich auch nicht mehr. Die auch nicht mehr. So, hier draußen dürften ja jetzt. Kleine Mistmarder. Du willst unbedingt sterben. So, jetzt müsste ich ja eigentlich noch mal. Jetzt unten da oben hin. Da kommen wahrscheinlich die Engel dann runter, ne? Also da die Treppe hoch. Die kommen ja runtergeflogen. So. Wegen das schöne Item. Jägerring. Da stehen sie. Und ich muss. Moment, wo sind denn die Dächer? Da sind die Dächer. Da ist nur einer. Na, ehrlich gesagt will ich mich jetzt nicht mit denen anlegen, weil. Weil ich scheiße. Ach nee, das ist das Dach. Okay. Wir können aber hier in dem Ring gehen. Da kommen die, glaube ich, nicht hin. Ja, ich weiß, die geben, glaube ich, auch was, aber. Wichtig ist jetzt, zu dem Fahrstuhl da oben zu kommen, aber ich sollte echt jetzt die Seelen ausgeben. Da könnte ich dann auch durchrennen, ne? Eigentlich. Kleinen Moment. Mir ist da nämlich was ausgegangen. Ohne Dampf kein Kampf, ist da ja. So, hier, das müsste ich ja direkt. Genau. Müsste auch mal auf Toilette kurz. Ach, alles auf einmal. Also, bis gleich.
endlich mal 200.000, die ich nach Hause gebracht habe. Du könntest doch... ja, wenn ihr beide jetzt bei mir im Discord wärt, dann könnte der eine nämlich eine Bildübertragung machen, wo der andere genau sieht, was er macht und ihn dann leiten. Wisst ihr, das machen wir so immer. Wenn mir einer das irgendwie, kann man ja im Discord von deinem Bildschirm eine Live-Übertragung. Und dann seid ihr gleich in einem Channel drin. Da könnt ihr dann auch kommunizieren. Viel leichter als wie das hier schriftlich hin und her zu machen. Nur als kleiner Tipp, ihr müsst es nicht. So. Welcome home, speak. Guten Tag. Very well. Then take. Ich wollte eigentlich hier noch Leben auf 30 haben. Kondition reicht eigentlich erstmal. Stärke auf 45. Ja, ich glaube, das passt. Und die Kondition kann dann irgendwann auch noch auf 30 und Stärke auf 50. Farewell, Ashen One. Du kannst erstmal bleiben. So, haben wir für dich irgendwas? Für dich haben wir nichts. Nö. Ashen One. Beef. Ah, tis good. What needs? So, den letzten Estus, bitteschön. So, meine war ja voll, ne? Aber ich war ja dabei, das hier. Und warte mal, kann ich nicht? Das kann ich auch jetzt wieder. Weil das wollte ich ja auch. Da fehlt jetzt noch ein Brocken. Okay. Ach, jetzt habe ich kein Geld. Okay. Pretty, be careful. Ich guck mal, ob ich noch eine Seele verkaufen kann. Ah, ha. Haben wir denn, ja, wir haben ja sogar ein paar gefunden. Wir könnten dann auch mal hier wegen die Boss-Seelen gucken. Ashen One. Da vielleicht noch was Gescheites dabei ist. Kondition auf 40 sogar. Ja gut, aber ich wollte das mal Leben auf 30 haben. Das habe ich immer so auf 30 gehabt. Stärke reicht eigentlich schon 40. Danach passiert nicht mehr viel mit Stärke. Okay. Peter, musst du mich so erschrecken? Schnüffelt er hier an meinem Arm? Ich denke, was kitzelt da denn? Hier. Naja, ich könnte ja, also du meinst, Stärke hat er jetzt 5-mal, war umsonst. Naja, werden wir dran denken. Ich könnte natürlich auch umskillen gehen, ne? Können wir da auch noch mal reinmachen. Aber ich hatte doch noch irgendein Schwert, wo ich Funkeltitanit. Welches war denn das? Das hier, ne? Nee. Ich mach das so gerne.
Das sind auch zwei gute, naja, Riesenkrummschwerter, sagen wir mal so. Ich weiß leider nicht mehr, welche ich hier für... Den könnte ich jetzt sogar benutzen mit 45. Der braucht Funkeldithanit. Ich habe 28. Ah ne, der braucht schon wieder Intelligenz und Dings. Ach, die große Keule, die brauchte ja nur kleine und große. Na gut, ich heb mal die Funkeldithanit auf, weil bis später. Was wollte ich sagen? Weil ich ja eigentlich scharf bin auf die Waffe, die Hitman benutzt, von dem, wo er. Ich glaube, den Boss, den er noch machen muss, auf der Brücke, den wir bei mir schon gemacht haben. Nun gehen wir mal gucken, wegen die Bossseelen. Aha, so. Zauber, das interessiert mich ja eigentlich nicht. Ach, hier ist die ja. Gleich geholt. Die könnte ich sogar benutzen. Von der Tänzerin. Aber das soll hier eigentlich auch gut reinhauen. Das nehme ich auch mal mit. Finsterbogen. Na komm, nehmen wir die noch mit. Und falls wir mal umskillen wollen, das Mondschwert. Einfach nur so. Ich will die Seelen jetzt nicht... Jetzt dürfen wir alle ausgegeben haben. Also ich will die jetzt nicht blobben oder verkaufen. Dürften wir ja alle weg haben, ne? Ja. Ja, ich habe ja hier viermal könnte ich. So, eine Sache, so die Scherbe hatten wir, Knochen haben wir auch noch eingefunden. Ich glaube, es war auch der letzte. Ja, doch, eigentlich schon, Gysi, weil man braucht ja zum Beispiel 50 Stärke, um dieses übelst gigantische Riesenschwert, was der da unten ihr weiß schon, da unten, wo so Lava ist, ne? Der da, den habe ich ja auch noch nicht weggeplättet. Von denen kriegt man ja, wenn man den weghaut, kriegt man von denen, könnten wir eigentlich auch mal versuchen. Ans Leder. Ich glaube, hier lag nur irgend sowas, ne?
So Jungs, kommt hinter eure Bretter vor. Sind die hier, ne? Eigentlich die Ritter, die da oben kommen. So, erstmal Rückzug. Kommen die bis hier runter, der Ritter? Ne, der dreht sich wieder um. Die Mod? Hast du zum Laufen gekriegt, Hitman, die Mod? Das ist ja super. So, der erste Ritter. Ritter Schnulli. Wie sieht's aus, Ritterchen? Ich weiß nicht, warum ich so eine Probleme mit die Kackritter habe. Stimmt, da gab es ja dann Massenzeug von der Dark Souls 2, ne? In der Mod. Und auch Bosse und was weiß ich nicht alle. Aber viel Spaß bei der Verzweiflung mit diesem Mod. Ja, da bist du richtig. Ich habe die kurz gesehen beim anderen Streamer. Ich konnte da nicht lange zuschauen. Das war mir einfach, das war mir zu viel. Ach, kann ich hier nicht einfach... Dauern immer so lange die Ritter. Hatten da Lust drauf, ey.
Nee, das kannst du ruhig schreiben bei mir. Ich sehe das. Ich bin da nicht so. Ich bin da nicht so streng. Hast du denn schon einen Vorlauf von mir? Hast du noch gar nicht? Na toll, jetzt habe ich. Warte mal. Als Freund hinzufügen. Ach nee, folgen kann ich dir hier nicht, glaube ich. Nee. Na, da muss ich später mal gucken. Ich kann hier nur Freund hinzufügen. Ja, ich höre ja jetzt gleich auf. Ne? Schaue ich auf jeden Fall rein. Ist ja Ehrensache. So, was wollte ich denn jetzt? Jetzt haben wir den Fahrstuhl. Den Boss will ich jetzt auf jeden Fall nicht machen. So. Dann hätten wir hier erstmal schon mal soweit alles. Bis zum Boss. Und dann würde ich sagen, dass wir morgen das Drachental machen erstmal. Wisst ihr, wie ich meine? Alles klar. Gucke ich mir auf jeden Fall an, wie du da zurechtkommst mit dem Mod. So, ja, ich habe zwar Seelen, ich glaube, für ein Level reicht's nicht. Oder? Nee, da brauche ich ja schon fast 47.000. Aber ist egal. Da haben wir auch alles gemacht. Ja, dann würde ich mal sagen, an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank für die Spende. Und ja, tschüss bis zum nächsten Mal. Es ist mir gerade irgendwie der Faden verloren gegangen. Tschüss bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dark Souls 3 mit Glutman unterwegs. Alles für die Glut. Und habt noch einen schönen Tag. Und heute Abend geht es weiter mit Milo in DLC 2, ne, wo wir ja fast so an. Aber ich habe jetzt einen Weg gefunden, wie man da schnell durchrennen kann und nicht unbedingt da alles töten. Ja, Harvey. Dir auch noch einen schönen Tag. Wie gesagt, heute Abend 19 Uhr, 19:30 Uhr, ne? So in der Spanne. Könnt ihr reinschauen, dann bin ich mit Milo wieder am Start. Und Hitman, bei dir komme ich gleich mal zu dir dahin. Um mir natürlich den schönen Mod anzugucken bei dir. Und dir noch einen Voller dazu lassen. Alles klar, dann macht's gut und bleibt gesund. Bye bye.